Ein Mensch hatte eine Aufgabe. Es war keine leichte Aufgabe. Es war gar nicht sicher, ob es klappen würde, das, was er tun sollte, ob diese Aufgabe von Erfolg gekrönt wäre. Es war sogar eine gefährliche Aufgabe. Es hätte ihm dabei für Leib und Leben allerhand passieren können. Und so war er im Zweifeln, soll ich diese Aufgabe annehmen oder lieber nicht. Er hat sich dann dazu durchgerungen, einfach vor dieser Aufgabe zu fliehen, sich davor zu drücken und ja, einfach möglichst weit weg und viel Abstand dazu zu nehmen, dass er gar nicht in Versuchung kommt, hier etwas zu tun. Aber dann passieren zwei erstaunliche Dinge. Um ihn herum, es ist so, als würde ein Sturm losbrechen. Die Menschen, die vielleicht von seiner Aufgabe erfahren haben, sie reagieren darauf. Manche sind ganz neugierig, gehen immer wieder auf ihn zu und fragen ihn, und was ist denn nun los und wie steht's denn und hast du denn angefangen? Andere haben gute Tipps und behelligen ihn Tag und Nacht und geben ihm Ratschläge. Andere warnen ihn davor und sagen, nein, viel zu gefährlich, lass es doch sein, das bringt doch nichts. Wieder andere, die meiden ihn, weil mit so einem Menschen etwas zu tun zu haben, das ist das eine, was passiert. Das andere ist, als er den Entschluss gefasst hat, ja, ich nehme diese Aufgabe nicht wahr, ich nehme sie nicht an, da fällt auf einmal die ganze Belastung von ihm scheinbar ab. Die Ruhe, die er wochenlang nicht mehr gehabt hat, sie kehrt ein. Endlich mal eine Nacht in Ruhe schlafen können. Aber draußen, außerhalb seines Zimmers, wo er ruht, da geht dieser Sturm weiter. Die Menschen reden und reden und reden, obwohl er doch beschlossen hat, nein, ich nehme diese Aufgabe nicht an. Liebe Gemeindeglieder der Gemeinden der Euphorie Rodach, ihr Lieben von nah und fern, ich weiß nicht, kennt ihr das auch? Da gibt es so eine Aufgabe. Andere sagen vielleicht, ach, ist doch gar nicht so schlimm, aber für einen selbst ist es eine große Herausforderung. Ob sie mit Erfolg gekrönt sein wird, das mag mal da hingeschrieben sein. Sie muss ja auch gar nicht mit Gefahr für Leib und Leben verbunden sein, aber es ist eine große Aufgabe. Willst du die Aufgabe annehmen? Oder ganz menschlich reagieren und erstmal sagen, nee, danke, das ist nicht meine Sache. Ich nehme Abstand dazu. Deine Aufgabe. Von diesen Effekten, wie es damit geschieht, wenn wir so eine Aufgabe haben, da gibt es schon eine Geschichte in der Bibel. Sie ist am Beispiel des Propheten Jonas beschrieben. Jona bekommt von Gott die Aufgabe, nach Ninive zu gehen und die Bevölkerung von Ninive von ihrem lasterhaften, schrecklichen, unmenschlichen Verhalten abzubringen. Ein Himmelfahrtskommando. Ach ja, übrigens, von Gott die Aufgabe. Allein das wäre schon mal interessant nachzudenken. Was heißt es denn, von Gott eine Aufgabe zu bekommen? Komm da von oben her, von irgendwo die Stimme, die sagt, und du musst, oder wächst die nicht im Herzen, im Gefühl, in mir selbst, wo ich sage, eigentlich müsste ich. Ja, ich habe es gesehen, ich muss es tun. Ist es nicht auch so ein Aufruf von Gott, der sagt, jetzt mach einmal? Aber Jona beschließt, nein, ich fliehe. Ich stelle mich dieser Aufgabe nicht. Er schifft sich ein und will nach Tarsus fliehen, weit weg von Gott, so meint er zumindest. Aber es bricht ein Sturm los. Ein Sturm, wo die Seeleute aus aller Herren Länder kämpfen. Alle Menschen, die vielleicht gerade mit ihm zu tun haben, bemühen sich ums Überleben. Aber Jona in dem Moment, er schläft unter Deck und ruht sich aus. Das ist kein endgültiger Schlaf, denn die Aufgabe, sie bleibt wirklich bestehen. Und in dieser Jona-Geschichte erfahren wir, ja, was da so ein guter Zwischenschritt sein kann, wie es weitergeht.
einmal wirklich Ruhe haben. Weg von dem Sturm, weg von allen Überlegungen oder gerade dorthin, wo wir die Überlegungen gut und in aller Ruhe anstellen können. Und in der Jona-Geschichte ist es so geschrieben, dass die Seeleute ihn über Bord werfen und Jona von einem großen Fisch verschlungen wird. So hat er Zeit, im Fischbauch zu überlegen und sich dann der Aufgabe zu stellen. Wie die Geschichte weitergeht, herzliche Einladung, lesen Sie das Buch Jona in der Bibel, im Alten Testament. Es sind nur ein paar wenige Kapitel, leicht zu lesen und eine spannende Geschichte. Ich wünsche aber uns und Ihnen, euch, ja, dass es so einen Ort gibt, wo man zur Entspannung kommen kann, wo man gut nachdenken kann und sich seinen Aufgaben stellen kann. Für mich war es in meiner Jugend dieser Ort hier an dem See. Der See hat, glaube ich, nicht mal einen Namen. Wenn wir da vorne die Straße weitergehen, kommen wir zur Faltersquelle und dann geht's hoch auf die Bergdörfer. In dieser Richtung liegt Meilschnitz und Wildenheit. Und der See, der da vorne ist, der hat einen Namen. Aber bei Google Maps heißt er Hosensee. Aber labern wir nicht drumherum. Wir, die uns auskennen, wissen, das ist der Bohrhosendeich. Egal, ich wünsche Ihnen so einen Ort fürs Entspannen, fürs Nachdenken, fürs Kräftetanken. Und dafür, ja, segne und behüte uns der Herr, unser Gott. Er gebe uns diesen Platz und er gebe uns seinen Frieden. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.